Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. CED, das ist eine Gruppe von Krankheiten, die den Menschen sehr zu schaffen macht. CED, das ist die Abkürzung für chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und zu den zwei häufigsten zählt der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Häufig sind davon junge Leute betroffen und die Zahl der Patienten steigt. Bei mir ist Professor Dr. Klaus Herrlinger. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin 1 an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg in Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Herrlinger. Gerne. Beide Krankheiten sind ja in vielen Fällen ähnlich. Was passiert denn da im Körper? Wir haben es nicht hundertprozentig verstanden. Wir wissen, dass eine immunologische Reaktion stattfindet. Der Darm entzündet sich. Unser Immunsystem reagiert im Darm und führt dort einen Krieg, wenn Sie so wollen. Dieser Krieg wird schubartig ausgelöst. Der Trigger für diesen Kriegsbeginn ist oft unklar. Und was wir wissen, ist, dass die Barriere der Schleimhaut, der Darmschleimhaut, eine wichtige Rolle spielt. Diese Barriere scheint nicht intakt zu sein bei beiden Erkrankungen, wobei der Mechanismus nicht vollständig klar ist, sodass unsere Darmflora, die Bakterien der Darmflora, die da milliardenfach vorhanden ist, in Kontakt kommt mit unserem Abwehrsystem. Unser Abwehrsystem ist das nicht gewöhnt. Da gehört eigentlich die Darmbakterie nicht so nah an die Darmschleimhaut heran und reagiert dann eigentlich adäquat auf einen Eindringling, der aber eigentlich gar kein Eindringling ist. Ja, und das hat zur Folge? Das hat zur Folge, dass die Darmschleimhaut dann als Kriegsschauplatz entzündet ist. Die Abwehrzellen versuchen, diese Darmbakterien zu bekämpfen. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie eine Hautverletzung haben und sich bildet da eine Eiterbeule, ein Furunkel. So ähnlich wird es im Darm dann auch sein. Es finden dann Abwehrkämpfe statt, die dann zu Geschwüren finden, zu Verletzungen der Darmschleimhaut. Es fängt an zu bluten. Der Körper versucht, diese Darmbakterien nicht in den Körper hineinkommen zu lassen. Und Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ähnliche Ursache, aber die befallen unterschiedliche Teile des Körpers, oder? Ja, das ist ganz interessant. Die Colitis ulcerosa befällt immer den Dickdarm und nur den Dickdarm. Mhm. Der Morbus Crohn kann prinzipiell alle Teile des Magen-Darm-Trakts vom Mund bis zum After befallen. Das ist unklar, warum das so ist. Es gibt Patienten mit Morbus Crohn, die haben einen reinen Dünndarmbefall. Es gibt Patienten, die haben einen reinen Dickdarmbefall. Und es gibt Patienten, bei denen sind Dünn- und Dickdarm und eventuell sogar Magen- und Zwölffingerdarm betroffen. Die gar nicht zusammenhängen müssen, oder? Diese Entzündungsteile müssen gar nicht zusammenhängen, sondern es kann einzelne Teile des Darms betroffen sein und andere Teile einfach gar nicht. Wer kriegt das? Es sind meistens junge Patienten, zwischen 20 und 30 ist das übliche Erkrankungsalter. Es gibt aber auch schon Kinder im Alter von 10, 12 Jahren, die die Erkrankung bekommen. Häufig sind das sogar die Patienten, die besonders schwer krank sind, weil sehr früh dieser Entzündungsprozess dort angetriggert wird. Und es begleitet diese Patienten, diese jungen Patienten, meistens ihr ganzes Leben lang. Ja. Ich habe mal gelesen, dass es auch was zu tun haben kann mit Reinlichkeit, übertriebener Reinlichkeit oder zu wenig Reinlichkeit. Oder ist das nur eine Schlagzeile? Es sind sehr interessante Daten, die Sie da ansprechen. Es ist so, dass in den nördlichen Gesellschaften mit höherem Hygienestandard die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen deutlich häufiger sind als in den südlicheren Ländern. Und in den Entwicklungsländern, den klassischen Entwicklungsländern wie Afrika und Asien, sind die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eigentlich eine Rarität, nehmen aber mit zunehmendem Lebensstandard und damit auch zunehmender Hygienestandard zu in der Prävalenz. Wenn jetzt also jemand zu Ihnen käme oder auch ein Elternteil zu Ihnen käme und sagen würde, mein Kind hat so eine CED, heißt das, ich sollte es mehr draußen spielen lassen in der Sandkiste oder kann man das dann noch drehen? Nein, dann ist das Kind ja in den Brunnen gefallen. Und ich würde auch der Mutter nicht sagen, hätten Sie mal Ihr Kind besser draußen spielen lassen oder weniger oft die Hände waschen lassen. Natürlich ist Hygiene wichtig. Gerade in den Zeiten jetzt mit Corona ist natürlich Hygiene wichtig und das wollen wir auch gar nicht anders transportieren. Aber es scheint so zu sein, dass ein früher Kontakt mit Erregern, mit
Umweltbakterien nicht unbedingt schädlich ist, sondern unser Immunsystem auch so trainiert, dass wir dort eine gewisse Gewöhnung haben, die dann nicht zu diesem Abwehrkampf führt. Mhm. Aber das sind rein epidemiologische Daten. Also man guckt sich Bevölkerungsschichten an, guckt sich die Häufigkeiten an und guckt dann, was unterscheidet diese Gesellschaften voneinander. Und da kommt dann raus, dass in kleineren Familien mit weniger Geschwistern chronisch entzündliche Darmerkrankungen häufiger sind. Kann man sich vorstellen, dass wenn man mehr Geschwister hat, dass man häufiger Infektionskrankheiten in der Familie hat. Es ist halt in ländlichen Regionen seltener als in städtischen Regionen und es ist, wie gesagt, in den Entwicklungsländern weniger häufig als in den entwickelten Ländern. Und aus diesen Phänomenen zieht man dann quasi den Schluss, es hat etwas mit Hygiene zu tun. Mhm. Aber letztlich verstanden, warum das so ist, haben wir nicht. Ja. Ändern können wir es auch nicht. Ja. Mit welchen Symptomen hat man hauptsächlich zu tun? Also auch ab wann sollte man so daran denken, dass das, was man gerade so mit sich selber erlebt, ja vielleicht auch eine Krankheitsursache hat? Na gut, Durchfall kennen wir alle. Mhm. Und Durchfall kann ja verschiedene Ursachen haben. In aller Regel ist er ja selbstlimitierend. Jeder von uns hat mal eine Durchfallepisode, die nach spätestens 2-3 Tagen vorbei ist. Wenn diese Durchfallepisode nicht wieder weggeht, also wenn das chronisch ist, dann gibt es natürlich immer auch Trigger für eine Durchfallepisode. Es gibt Menschen, die sind vom Darm besonders empfindlich, wenn sie Stress haben. Mhm. Das hat aber in der Regel nichts mit Entzündung zu tun, sondern das ist dann einfach eine physiologische Stressreaktion, dass dann der Stuhldrang häufiger ist. Wenn aber jetzt schubweise immer wieder anfallsartig Durchfallepisoden mit Bauchschmerzen auftauchen, dann ist es etwas, wo man zum Arzt gehen sollte, das mit ihm besprechen sollte und dann ist wahrscheinlich auch eine weiterführende Diagnostik indiziert. Gibt es auch so Symptome wie Hautverletzung, Geschwüre, wo man sagt, das solltest du eigentlich nicht haben, es gibt keinen Grund dafür? Was Sie ansprechen, sind die sogenannten extraintestinalen Manifestationen. Also diese Erkrankungen haben die Eigenschaft, dass sie nicht nur den Darm befallen können, sondern durchaus auch andere Körperstrukturen wie Gelenke oder wie Sie gerade sagen, auch die Haut. Mhm. Und da gibt es klassische Hauterscheinungen bei beiden Erkrankungen, die nennt man Erythema nodosum oder Pyoderma gangrenosum. Das sind entweder so beulenartige Veränderungen an den Schienbeinen typischerweise oder so größere Geschwüre, die sich an den Extremitäten ausbilden können. Relativ selten bei diesen Patienten, aber ein typisches Phänomen, das zeigt, dass dieser Entzündungsprozess, wenn er einmal im Darm begonnen hat, durchaus auch den Rest des Körpers befallen kann. Ja, sehr komplexe Krankheit. Wie diagnostizieren Sie das denn dann? Also auch vor allem, wie unterscheiden Sie Morbus Crohn von Colitis ulcerosa in der Diagnose? Die Standarddiagnostik ist die Darmspiegelung. Also nur über eine Darmspiegelung mit auch der entsprechenden Probeentnahme können wir die Diagnose stellen. Mhm. Und dann gibt es das typische Befallsmuster, von dem ich schon gesprochen habe, dass die Colitis ulcerosa den Dickdarm kontinuierlich befällt, also vom After aufwärts den ganzen Dickdarm befallen kann, aber eben ohne ausgesparte Teile des Darms. Da ist der Darm komplett entzündet. Und bei Morbus Crohn, das hatten Sie ja auch schon gefragt, kann der ganze Magen-Darm-Trakt befallen sein. Und da gibt es typischerweise eben so ausgesparte Aspekte, sodass wir entzündete Schleimhaut haben und dann wieder Areale, die gar nicht befallen sind. Und dann gibt es typische Veränderungen in der Darmspiegelung, dass typische Geschwüre auftauchen oder die Schleimhaut typisch verändert ist, an denen der Experte schon erkennen kann, ob es sich jetzt hier eher um einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa handelt. Ja. Wenn Sie dann Ihren Behandlungsplan entwickeln, was ist das Ziel? Kann Heilung das Ziel sein? In der Regel muss man sagen, ist Heilung ein großes Wort bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Der Name sagt es ja letztendlich schon, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Man kann sich grob merken, dass die Hälfte der Patienten, sowohl mit Morbus Crohn als auch mit der Colitis ulcerosa, einen eher milden Verlauf nimmt. Die präsentieren sich mit einer Schubsymptomatik und wir können mit einer relativ einfachen Standardtherapie diese Erkrankung in den Griff bekommen. Mhm. Die andere Hälfte sind die Patienten, bei denen dieser Entzündungsprozess immer wieder aufbricht oder kontinuierlich schwelt und wo wir dann wirklich mit
sehr speziellen Medikamenten behandeln müssen und wo es sich dann zu einem ganz individuellen Heilungsplan entwickelt. Was ist denn Standard? Also was heißt das für die Medikamentierung? Standard in der Schubtherapie sind immer noch die Cortisonpräparate. Mhm. Die gibt es als Einlaufpräparate bei der Colitis ulcerosa, sodass man den Enddarm gut behandeln kann. Die gibt es als Freisetzungspräparate, die am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm freigesetzt werden, sodass sie das typische Befallsmuster vom Morbus Crohn gut behandeln. Und die gibt es als das klassische Cortison, was jeder von uns kennt und was beim Asthma zum Einsatz kommt und bei einer allergischen Reaktion, das dann als Tablette gegeben wird oder auch intravenös und den ganzen Körper behandelt, also die Immunreaktion des Körpers zurückdrängt. Das ist eigentlich der Standard in der Schubtherapie. Mhm. Und dann gibt es entzündungshemmende Medikamente, milde entzündungshemmende Medikamente, die an der Schleimhaut selber heilend wirken, wie das Mesalazin, ein Standardmedikament bei der Colitis ulcerosa. Und das sind so die Medikamente, mit denen wir so einfache Verläufe von beiden Erkrankungen gut behandeln können, die teilweise als Dauertherapie bei Mesalazin gegeben werden, teilweise eben als Schubtherapie mit den Cortisonpräparaten und wo dann aber keine weiterführende Therapie notwendig sein muss. Und was sind die härteren Geschosse, sage ich jetzt mal, also die stärkeren Medikamente? Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, wir denken, dass es eine Barriereproblematik ist. Aber die Barriere können wir so nicht wirklich heilen. Das heißt, das Sekundärphänomen, also diesen Krieg, den wir da besprochen haben, diesen Krieg müssen wir befrieden, wenn Sie so wollen. Und das heißt, wir müssen das Immunsystem, diese aggressiven Abwehrzellen, die dort jetzt das Gefühl haben, sie müssen kämpfen, die müssen wir stoppen. Und der Überbegriff für diese Medikamente ist ein Immunsuppressivum, also ein Medikament, was das Immunsystem hemmt oder herunterfährt. Und wenn ich jetzt über die zweite Hälfte dieser Erkrankung sprechen soll, also für den nicht so milden Verlauf, dann reden wir im weitesten Sinne über eine immunsuppressive Therapie. Das heißt also, dann wird das Immunsystem etwa gedämpft, damit es die Darmflora nicht weiterhin angreift. Heißt das dann auch, dass diese Patienten auch allgemein ein unterdrücktes Immunsystem haben oder ein niedergedrücktes? Genau, also das Prinzip ist genauso, wie Sie gerade sagen. Wir versuchen diese Reaktion, diese Immunreaktion im Darm zu hemmen und damit den Kollateralschaden, wenn Sie so wollen, nämlich die Darmschleimhautverletzung, zurückzufahren. Der Darm selber ist ja nicht per se entzündet, sondern es ist ja dieser Inflammationsprozess, der diesen Gewebeschaden hervorruft. Ja. Und ja, natürlich hat jedes Medikament, was Wirkung hat, auch Nebenwirkungen. Eine milde Immunsuppression generell findet schon statt. Mhm. Wir können das aber sehr gut einschätzen. Wir kennen die klassischen Medikamente auch aus der Rheumatologie. Und hier ist die Immunsuppression nicht so, dass der Mensch gefährdet wäre. Und es gibt bestimmte Aspekte, bei denen man ein bisschen vorsichtig sein muss. Zum Beispiel der Aspekt Tuberkulose bei den biologischen Therapieformen. Wenn man in der Vergangenheit eine Tuberkulose gehabt hat, dann können diese biologischen Therapieformen diese Tuberkulose auch reaktivieren. Das muss man wissen, darauf muss man testen. Das ist aber inzwischen Standard, sodass man sagen kann, eine Gefährdung geht durch diese Medikamente in der Regel nicht aus, wenn man sie von erfahrener Hand gibt und wenn eine gute Arzt-Patienten-Bindung vorherrscht, sodass auch direkter Kontakt möglich ist. Was ist mit alternativen Methoden? Viele setzen ja darauf, sich etwas anderes zu nehmen als die Schulmedizin, weil sie hoffen, dass dadurch endlich sie diese Last loswerden. Das ist genau der Punkt. Das ist ja gerade das Problem bei chronischen Erkrankungen. Sie haben mich gefragt, ob wir Heilung versprechen können. Und wir können Linderung versprechen, wir können auch lange Phasen der Ruhe versprechen, aber wir können nicht generell eine Heilung versprechen. Und gerade die Patienten, die diese Sehnsucht nach Heilung haben und dann vielleicht auch enttäuscht sind, dass es nicht hundertprozentig klappt,
nehmen jeden Strohhalm, den man ihnen bietet. Und dazu gehören diese alternativen Heilmethoden. Und das fängt an bei Akupunktur, geht über Myrrhe und Weihrauch und Kohlepräparate. Das geht über Moxibustion, Yoga und Meditation. All das kann helfen und lindern vielleicht, ist aber gar nicht, greift gar nicht in diesen Entzündungsprozess an sich ein. Und die Botschaft, die ich auf Ihre Frage senden will, ist, bespricht man diese alternativen Methoden auf jeden Fall mit dem Arzt. Das muss sein. Der Arzt muss wissen, was man sich als Patient überlegt hat, was vielleicht auch helfen kann. Und sie sind auf keinen Fall ein Ersatz für die klassischen Medikamente. Die klassischen Medikamente versuchen, diese Entzündungsreaktionen zu beherrschen. Und wenn es alternative Methoden besser ist, komplementäre Methoden. Sie sind eben nicht die alternative Methode zu der Standardtherapie, sondern sie sind komplementär, ergänzend. Wenn man die einsetzt, dann können die durchaus Linderung bringen, sind aber nicht Heilmittel. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.